Murren bei Pendlern aus Polen. Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen wird das Land seit Sonntag von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Wer nun nach Deutschland einreisen will, muss einen negativen Corona-Test vorlegen, maximal 48 Stunden alt. Stationäre Grenzkontrollen sind bisher nicht geplant, aber Stichproben. Grenzpendler aus Polen fordern deshalb von Deutschland finanzielle Unterstützung bei den Kosten der Tests. Der Gesundheitsminister. Die Beschleunigung der Infektionen geht hauptsächlich auf die britische Mutation zurück. Man kann sagen, dass diese Mutation andere Arten des Virus verdrängt. Ihr Anteil liegt schätzungsweise zwischen 60 und 80%. Dieses Virus ist extrem ansteckend, virulenter, leider. Między 60 a 80%. Ten wirus jest skrajnie zakaźny, jest niestety również bardziej zjadliwy. In der französischen Hafenstadt Marseille im Süden sind rund 6.500 Menschen zu einem nicht genehmigten Karnevalsumzug zusammengekommen. Nach Medienberichten trugen viele keine Schutzmasken. Die Polizei nannte die Veranstaltung unverantwortlich und schritt in der Nähe des alten Hafens ein, um die Veranstaltung aufzulösen. In Frankreich sind 16 Regionen im Teil-Lockdown. Seit Beginn der Pandemie gab es landesweit 4,2 Millionen Infektionen. Auch in Amsterdam und Kassel mussten Polizisten am Wochenende gegen tausende Corona-Protestler vorgehen. Und in Barcelona wurden rund 1000 Menschen aus dem bei Touristen beliebten Stadtteil Born vertrieben. In Italien sind mehr als 300.000 Impfdosen des Herstellers Moderna eingetroffen. Es ist die größte Charge, die das Land bisher erhalten hat. Die Hälfte Italiens ist bereits in einem neuen Lockdown, die andere Hälfte teilweise. Sardinien ist die neueste orangefarbene Zone, was bedeutet, dass es solche Szenen ab diesem Montag nicht mehr gibt. Wenn es ums Impfen geht, schaut Europa neidisch auf die britische Insel. Dort haben bereits die Hälfte aller Erwachsenen eine Spritze gegen Corona bekommen, fast 27 Millionen Menschen. Gut 2 Millionen auch schon eine zweite. Neuer Tagesrekord, allein am Samstag wurden mehr als 870.000 Menschen immunisiert.